und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen heute eine Dehn- und Stretching-Einheit und brauchen dafür eine weiche Unterlage, wie zum Beispiel eine Matte oder eine Decke. Dann kommst du mit mir als erstes in den Ausfallschritt. Komm also hier erstmal in den Kniestand und dann geh mit einem Fuß, ich nehme jetzt hier gleich mal den rechten, ganz weit nach vorne. Stell die Fußspitze vor dein Knie am Boden ab und dann lehn deine Hüfte Richtung Boden. Geh sanft nach vorne, bis du merkst, hier ist der Endpunkt und da kannst du dich jetzt hier mit der rechten Hand auf dem Oberschenkel vorne aufstützen und die linke Hand nimm ruhig vor bis ganz zum Boden. Halte hier. Vergiss dabei nicht ein- und auszuatmen. Lass die Länge im Rücken, das kennst du. Kannst ruhig nochmal versuchen, so ein bisschen nachzuschieben, die Hüfte weiter Richtung Boden zu bringen. Solltest du in deinem linken Knie Probleme haben, wenn die Unterlage zu hart ist, hol dir ruhig ein Kissen oder ähnliches dazu, dass du das Knie ein bisschen weicher lagern kannst. Achtung, wir lösen das Ganze jetzt auf. Schieb erst einmal dein Steißbein nach hinten, die Hüfte geht zurück und dann wechsel einmal die Seite. Genau für entgegengesetzt schiebst du dein linkes Bein vor, dass das Knie vor der Fußspitze am Boden sitzt. Die Hüfte nach vorne Richtung Boden bringen, lass die Länge im Rücken, die linke Hand steht auf deinem linken Oberschenkel und die rechte bringst du bis zum Boden nach vorne. Auch hier achte darauf, dass du weiter ein- und ausatmest. Hier ist dasselbe, ne, mit dem Knie. Wenn es zu hart ist, hol dir eine weichere Unterlage, um das Knie ein bisschen abgepolstert abzulegen. Atme nochmal ein und aus. Und dann löst das Ganze erst einmal, die Hüfte nach hinten schieben und dann komm zurück auf die Position. Wir wollen uns jetzt in den Sitz erstmal bringen. Also setz dich nach hinten auf deine Füße, nur für einen kurzen Moment. Ich weiß, der eine hat Knieprobleme, wenn du da unsicher bist, schau es einmal. Setz dich jetzt zur rechten Seite neben deine Füße am Boden auf. Und hol dir das äußere, das linke Bein und stell den Fuß neben deinem rechten Bein am Boden auf. Halte den Oberkörper aufrecht, ganz lang machen. Nun bring deinen rechten Arm zur linken Seite und lehne ihn hier außen am linken Bein an. Die freie linke Hand setzt zurück. Und dann nimm dir mal den Blick zur linken Seite. Atme, mach dich lang. Mit der seitlichen Drehung öffne hier leicht den Brustkorb. Sehr gut. Ganz in Ruhe weiter ein- und ausatmen. Das ist wichtig, hier nicht die Luft anhalten. Löse das Ganze langsam. Löse erst einmal den Oberkörper, nimm die Spannung so ein bisschen raus, den rechten Arm zur Seite. Und damit du leicht in die Ausgangsposition findest, beginnen wir wieder in der Mitte. Das Ganze natürlich entgegengesetzt. Setz dich neben deine Füße nach links zum Boden. Dann hole dein äußeres, das rechte Bein und stelle es am Boden neben dem linken Bein auf. Genau. Der linke Arm kommt vor dem Oberkörper zur rechten Seite. Lehn den ruhig hier ans linke Bein und die freie Hand, die rechte, die kannst du hier am Boden nach hinten aufsetzen. Rotiere mit dem Oberkörper. Der Blick geht hier zur rechten Seite. Lass die Länge im Rücken und du vergisst nicht zu atmen. Ein- und ausatmen.
nochmal die rechte Schulter so ein bisschen zurück. Mach dich lang, den Kopf zur Decke hochschieben. Und dann kannst du das Ganze langsam wieder auflösen. Löse erstmal hier die Drehung. Dann komm mit den Armen zurück und hol dir jetzt die Beine nach vorne. Setz mal deine Füße mit der Fußsohle aneinander. Halte dich mit den Händen an deinen Sprunggelenken, an deinen Füßen vorne fest. Lass die Knie ganz entspannt nach außen zum Boden fallen und bleib aufrecht sitzen. Löse nochmal deinen Schultergürtel. Sehr gut. Zieh vielleicht jetzt schon mal die Ferse ein wenig zu dir heran. Achte darauf, dass die Füße zusammen am Boden aufliegen. Lehn dich jetzt mit dem Bauchnabel als gedachte Hilfe nach vorne Richtung deiner Füße. Lehn die Ellenbogen gern nach außen zu deinen Beinen. Lehn sie dagegen. Und jetzt schieb den Brustkorb noch ein bisschen weiter vor. Schultern sind tief. Atme. Vergiss das nicht. Ganz entspannt ein- und ausatmen. Nimm den Oberkörper wieder zurück, löse auch die Arme, löse die Hände und setz die Außen an den Knien an, so kannst du die Beine wieder schließen. Der rechte Fuß bleibt mal vorne am Boden stehen, stützt dir ruhig hier den Oberkörper auf die Hände nach hinten, lass dich aber nicht so durchhängen, bleib aufrecht im Oberkörper. Das linke Bein lehnst du gegen das rechte am Oberschenkel an. Und drückst den Bauchnabel nach vorne zu deinen Beinen hin. Das kennst du. Achtung, halt den Oberkörper ohne Unterstützung deiner Hände. Wir nehmen die linke Hand und stecken die durch beide Oberschenkel hindurch. Und dann hol dir die rechte dazu, sodass du dich hier am vorderen rechten Bein, entweder am hinteren Oberschenkel oder am Schienbein halten kannst. Hier versuche so ein bisschen nochmal auf die Position deines Rückens zu achten. Bleibe aufrecht, bleib gerade. Werd nicht rund, fall nicht zusammen. Atme ein und aus. Sehr schön. Du kannst hier gerne auch variieren, indem du den vorderen Fuß noch ein wenig weiter zu dir ranstellst. Das probiere aber selber. Wir lösen auch schon. Das Ganze wollen wir auf der anderen Seite genauso machen. Dafür stellst du den linken Fuß am Boden auf und lehnst hier das rechte Bein gegen den linken Oberschenkel. Gern stützt dich erst einmal wieder mit den Händen. Komm langsam in der Position an. Fall nicht durch die Schultern, schieb dich hier weit raus. Und nun nehmen wir die Arme dazu. Steck deine linke Hand. Entschuldigung, die rechte Hand nach vorne durch die Oberschenkel durch, um am linken Bein zu halten. Dann holst du dir die linke Hand dazu. Kannst dich mit beiden Händen hier vorne halten, entweder Schienbein oder, erinnere dich, gerne auch den hinteren Oberschenkel. Da, wo du jetzt hinkommst, wo es sich gut anfühlt, da bist du richtig. Oberkörper lang und aufrecht, Kopfkrone Richtung Decke ziehen und atmen. Nicht vergessen, lass die Schultern locker hängen, atme ganz bewusst mal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Auch hier kannst du mit dem vorderen Fuß noch einmal variieren, du kannst den gerne ein wenig zu dir ranziehen, bleib aber mit dem Oberkörper aufrecht in der Position. Sehr gut. Auch hier wollen wir erstmal wieder lösen. Bring deine Beine lang nach vorne. Zieh die Fußspitzen zu dir ran und richte den Oberkörper auf. Wir öffnen jetzt das
rechte Bein zur rechten Seite. Bleib mit dem Oberkörper zum linken Bein hin gelehnt. Schieb den Oberkörper vor. Stütz dich gern mit den Händen hier sanft am Boden auf. Du solltest mit dem Rücken in einer geraden, langen Position bleiben. Sink hier nicht zusammen. Spür immer, dass der Bauchnabel zum vorderen Bein hin zieht. Also den Bauchnabel jetzt zum linken Bein nach vorne ziehen. Achtung, wir lösen und tauschen einmal. Hol das rechte Bein nach vorne. Links geht nach außen, wobei dein Oberkörper wie auch eben zum vorderen, zum rechten Bein in dem Fall ausgerichtet bleibt. Auch hier nach vorne schieben. Beide Sitzhöcker sind am Boden. Bauchnabel schiebt nach vorne zum langgestreckten rechten Bein. Ist auch unwichtig, wie weit du nach vorne kommst. Achte eben mehr auf die Länge dann. Bitte löse und wiederhole noch einmal die andere Seite. Ich zeige dir eine Variante. Wer mit den Knien keine Probleme hat, kommt mit mir mit. Wer weiß, dass er in der Übung, die ich dir jetzt zeige, so ein bisschen Probleme im Knie hat, bleibt in dieser Variante von ihm. Probier es aus. Das rechte Bein mal nach hinten einbeugen und dann hier wieder zum nach vorne langgestreckten linken Bein lehnen. Spür mal, kommst du etwas weiter nach vorne? Schieb bewusst den Bauchnabel nach vorne zum langgestreckten linken Bein. Hol dir die Fußspitze nochmal so ein bisschen ran. Atme und immer dran denken, wenn du Knieprobleme hast, bleibt das rechte Bein langgestreckt. Löst das Ganze auf. Bitte wechsel jetzt mit mir die Seite. Rechtes Bein geht nach vorne, linkes Bein entweder lang nach außen oder gebeugt zurücklehnen. Langer Rücken, schieb den Bauchnabel lang nach vorne. Die Fußspitze ruhig nochmal so ein bisschen ranziehen, Fuß ausrichten. Richtung Decke nach oben ziehen. Atme weiter, das ist wichtig. Und dann hast du die Seite auch geschafft. Wir lösen das Ganze auf. Lass das Bein kurz liegen. Hol dir das linke dazu und öffne beide Beine. In eine Grätsche nach außen. So, öffne. Du kannst auch jederzeit nochmal variieren, so ein bisschen weiter öffnen oder nochmal ein Stück schließen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht zusammensinkst. Zieh die Schultern nach hinten, unten, richte dich aus, Kopf nach oben legen, Richtung Decke. Du schiebst bewusst den Bauchnabel jetzt nach vorne, setz die Hände ruhig am Boden auf, ganz entspannt, lange. Atme hier erstmal zwei, dreimal ein und aus. Dann versuche mal ein Stück weiter nach vorne zu kommen, den Bauchnabel weiter Richtung Boden zu schieben. Ja, das zieht schon mal ganz gut. Das ist auch gut so. Vergiss die Atmung nicht, halt den Rücken lang, Schultern bleiben hin. Komm, wir gehen noch mal ein Stück tiefer, langer Rücken, richte die Fußspitzen mal Richtung Decke nach oben aus. Atme noch mal ein und aus. Und dann löse den Oberkörper erstmal wieder. Wunderbar.
löse die Beine, schließe. Sehr schön. So, mach eine kurze Pause, trink etwas und dann beginn das Ganze noch einmal von vorne. Ich wünsche dir damit einen schönen Start in die Woche und hoffe, wir sehen uns hier morgen gesund und munter wieder. Bis dahin, einen schönen Tag für dich. Ciao!